Na, das wird Spaß. Ich habe keine Muni mehr. Ah, nicht aufmachen. Nein. Ja, jetzt doch auf einmal oder was? Nein. Okay, das war irgendwie nicht so eine gute Leistung. Ich muss mehr diese Dinger benutzen, wo hier rumliegen. Ganz klar. Okay, ich denke, ich muss da schon hin, aber irgendwie hat er das gerade nicht gefressen. Naja, was, probieren wir es dann eben nochmal. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid, aber ich will nicht sterben. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Man sieht sich. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. So, entdecke ich denn bitte jetzt ein Artefakt? Leute, ich bin doch genau am Ziel. Boah, der steht noch. Was ist denn mit dem los? Jetzt, ja, das nehme ich jetzt mal mit und schmeiße es da runter. Und dann kletter ich mal da runter. Und dann schieße ich das mal. Ich kann dann nicht. Das ist wieder irgendeine chinesische Scheiße hier. Ach halt, nein, der leuchtet schon. Ich bringe jetzt einfach mal alle zum Leuchten, würde ich glauben. Ha, der leuchtet gar nicht. Achtung, Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Oh Mann. Wahrscheinlich haben wir kein Medipack mehr. Ja. Nicht sehr viel.
Also das Vieh. Ernsthaft. Guck an, da malt mir da so. Oh ja, ich bin ziemlich am Ende. Oh, ich müsste eigentlich noch eins. Oh Gott, oh Gott. Ein Aufzug, na immerhin. Eine Stasi-Einheit. Er hat die Energie aus der Umweltsteuerung kurz geschlossen. Können Sie da was machen? Nein, der einzige Weg, die Falle zu deaktivieren, ist irgendwie den Generator zu zerpflücken. Es dreht sich zu schnell. Ich kann nicht sehen, was abgeht. Können Sie ihn ausbremsen? Ich versuch's. Chinese. Aber erstmal Textlog lesen. Habe Albträume wegen Dietz. Fühle mich innerlich tot, aber ich atme noch. Und das zählt, oder? Habe Adern des Stromgenerators vertauscht, um die Schwerkraft-Pads zu übertakten. Die Falle ist gelegt. Wie lange werde ich wohl noch warten müssen? Kommt und holt mich. Aber was ist eigentlich los mit dem Typen? Was ist verkehrt bei dem? Leute, das wollte ich gar nicht. Komm schneller. Weißt du, ich wollte niemandem schaden. Ich wollte nur leben. Das war alles, was ich wollte. Leben. Ich wollte leben. Hat geklappt. Die Schwerkraftwerte sind wieder normal. Was fänden Sie schlimmer, Bakker? Mit allen anderen zu sterben oder der einzige Überlebende zu sein? Nicht das Sterben macht mir Angst, sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturms schaffen, Isaac. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und sein Geheimversteck. Okay. Sein Geheimversteck. Das klingt doch mal interessant. Aber was ist das eigentlich für ein riesen Raumschiff, wo wir hier sind? Das ist ja Wahnsinn. Sucherbot wartet an der Bank. Juhu! Kleiner Kerl, müssen wir jetzt komplett zurück? Anscheinend. Oh ja, das war ein großes Medipack. Danke. Noch irgendwas Tolles, Interessantes? Storage Unit F199. Sind wir hier eigentlich noch richtig? Ja. Sind wir? Dann bin ich halt gespannt, was das für ein Typ ist, dieser Edward. Wahrscheinlich der Dicke aus dem Video. Oh. Ich glaube, mit der neuen Waffe kann man wesentlich einfacher auf Gliedmaßen ziehen. Habe ich zumindest den Eindruck. Noch. So, ich habe gerade ein bisschen den Überblick. Müssen wir hier runter? Ja, müssen wir.